Ich glaube, niemand rechnet damit, eines Morgens aufzuwachen und mitten in einem Krieg zu stecken zwischen zwei Geheimbünden. Also ich nicht. Aber hier bin ich. Auf der einen Seite die Templer, besser bekannt als Abstergo Industries. Ihr Geschäft heißt Macht. In Politik, Wirtschaft, Technologie. Sie geben nicht auf, bis jeder Einzelne von uns ihnen dient. Quasi. Gegen sie kämpfen die Assassinen. Eine Gruppe, die den freien Willen der Menschen schützen will. Durch mein Blut gehöre ich zu ihnen. Vor ein paar Wochen fanden mich die Templer. Sie entführten mich, banden mich auf eine ihrer Maschinen und ließen mich arbeiten. Das Ding heißt Animus. Darin verbrachte ich viel Zeit. Erlebte die Erinnerung meiner Vorfahren, entdeckte ganze Leben, gespeichert in meiner DNA. Ich erlebte die Erinnerung des Assassinen Altair. Er war bei den Kreuzzügen. Die Templer wollten den Standort eines sogenannten Edensplitters finden. Ein antikes Artefakt, das den Willen beeinflussen kann. Sie dachten, sie hätten, wonach sie suchten. Und beschlossen, mich zu liquidieren. Aber Lucy half mir. Lucy. Als es ganz finster aussah, gab sie sich als Assassine zu erkennen und floh mit mir. Ich hoffte, das wäre das Ende meiner Pechsträhne. Aber es war erst der Anfang. Ich stieg wieder in einen Animus. Nun erlebe ich die Erinnerungen von Ezio Auditore da Firenze, meinem Vorfahren aus der Renaissance, auf der Suche nach Antworten. Durch den Sicker-Effekt werde ich nun wirklich zu einem Assassinen. Und das ist gut so, denn die Templer wollen uns alle versklaven. Sie fanden uns. Sie stürmten unser Versteck, jetzt fliehen wir und suchen nach Schutz. Doch es gibt keinen, die Zeit läuft. Mein Name ist Desmond Miles, das ist meine Geschichte. Führte mich her. Rebecca, was ist los? Ich muss eine Diagnose machen. Ich melde mich gleich. Es ist getan. Die Nachricht überbracht. Wir verlassen diese Welt. Wir alle. Wir können nichts mehr tun. Nun liegt es an dir, Desmond. Was? Wer ist Desmond? Ich verstehe nicht. Bitte wartet. Ich habe so viele Fragen. Checkpoint erreicht, Ezio Auditore. Und damit hallo und herzlich willkommen bei Assassin's Creed Brotherhood. Einem der nächsten Teil auf unserer Liste von Assassin's Creed. Wir haben ja gerade mal 1 und 2 gespielt, also wir haben noch ein bisschen was vor uns. Und jetzt haben wir auf jeden Fall erstmal angefangen mit Brotherhood. Mal gucken, was wir hier machen müssen. Wir haben auf jeden Fall irgendeinen Checkpoint erreicht. Okay. Okay.
Besser im Schoß der Erde, als in der Hand der Menschen. Onkel! Was soll ich sagen? Wir schickten einen Mann gegen eine ganze Armee. Ich war besorgt. Schnell, komm hoch! Wir müssen hier weg! Okay, und Adlerauge können wir noch aktivieren. Aha, da sollen wir also hoch. Okay. Leicht stoßen. Schneller gehen. Ich guck mal ganz kurz hier, wie ich was machen kann. Achso, Maus und Leer halten plus zum Klettern. Warte, das war... Da. Da war das. Okay. So kann ich mich da nicht festhalten. Ah, jetzt macht er das. Okay. So. Ja, ich üb das noch. Schon länger nicht mehr gespielt in Assassin's Creed. Hä, hey, warum macht er... Also manchmal... Man muss sich auf jeden Fall ein bisschen an die Steuerung gewöhnen. Okay, er macht das eigentlich alles alleine. So, okay, haben wir geschafft. Ihr würdet nicht glauben, was ich gesehen habe, Onkel. Dann bleib mir bloß am Leben, damit ich davon erfahre. Ich rechne mit Widerstand. Und ich rechne damit, dass die Borgia heute Nacht viele Verluste beklagen. Okay, Mario wollen wir folgen. Schnelles Gehen. Okay, ich kann aber nicht sprinten anscheinend. Nee, ich kann nur schnell gehen. Okay. Ich weiß noch nicht, ob ich bei Maus und Tastatur bleiben soll. Che cosa fate qui? Assassini! Gott wird euch für eure Sünden strafen. Ihr habt diese heilige Stätte geschändet. Ihr verdammt, was ihr nicht versteht. Wir müssen gehen, Ezio. Los. Geschämi. Aus ihm spricht der Teufel. Wendet euch von ihnen ab. Okay, wir sind schnell durch. Die haben uns nicht wirklich aufgehalten. Das ist gut. Aber schnell sind wir auch nicht weg, ne? Also wir gehen halt auch einfach nur. Kaum. Meine Rüstung schützte mich. Er will die ganze Zeit losrennen, aber... Wir können nicht. So, schlüpfen hier mal ganz kurz durch irgendwie, durch die Menschenmasse. Folgen weiter Mario hier durch die Tür. Was tut ihr denn? Dich retten, so wie es aussieht. Nicht schlecht, alter Mann. Stimmt, du kannst es immer noch. Wie kann ich denn hier sowas wie blocken? Geht das? Sehr gut. Imposant. Zack. Leer plus da halten, um zu sprinten. Okay, das ist irgendwie noch ein bisschen merkwürdig. Ah, ich weiß noch nicht, ob ich... Also, ob ich glaube, ich, man muss sich einfach nur an die Steuerung gewöhnen. Ah, das waren nur zwei. Wo waren das denn zu viele?
So war das doch sicherlich gedacht von dir, oder? Ja, genau. Okay, hier hoch sollen wir. Dann über die Dächer. So, hier mal lang. Aha, eine Genehmigung vom Stadtrat also. Das waren die. Also noch sind wir gut. Aber noch haben wir auch, glaube ich, unsere, wenn ich mich das recht erinnere, alte Ausrüstung. Aber das ist auch ehrlich gesagt schon ein bisschen sehr lange her, dass wir die anderen beiden Assassin's Creed-Teile gespielt haben. Deswegen fand ich, es wurde halt auch einfach Zeit, dass wir jetzt mal mit dem nächsten loslegen, weil wir haben auch noch ein paar Teile vor uns. Und irgendwie nimmt Assassin's Creed ja auch kein Ende, ne? Es gibt ja auch immerhin jedes Jahr einen neuen. Und deswegen dachte ich, sind wir einfach mal wieder so frei und spielen wieder einen netten nächsten Teil. Die Entscheidung liegt allein bei dir, doch fälle sie schnell. Gib ihn mir. Mach später damit, was du willst. Danny. Spring! Assassin's Creed war damals auch schon. Sah schon so geil aus. Ich finde, das ist so gut gemacht. Ubisoft präsentiert Assassin's Creed Brotherhood. Okay. Und dann sprach Minerva von der Sonne, von einer Katastrophe, die vor langer Zeit geschah und wieder geschehen wird. Irgendwann weit in der Zukunft, Vero. Dann müssen wir uns darum nicht sorgen. Sieh, vielleicht ist unser Werk vollbracht. Wäre das so schlecht? Wir haben das Arsenal aufgestockt, als du weg warst. Ah, und jetzt ist es üblich, Besucher mit Kanonenkugeln zu empfangen? Bitte verzeih. Sie stehen erst seit ein paar Tagen. Meine Männer sind im Umgang noch nicht geübt. Das ist ja auch nett, dass man da einfach fast von einer Kanonenkugel zermatscht wird. Wo müssen wir denn hin? Also doch da hoch. Hä? Willst du mich verarschen oder was? Da müssen wir wahrscheinlich rein. Wenn ich das Symbol da oben richtig deute, ist das, gehören wir da irgendwie zu. Willkommen zurück, Ezio. Hi, hi. Ezio. Da, das ist Ezio. Lass mich sehen. Und John. Salve, Mario. Schön, nach Hause zu kommen. Die beiden nur an. Dieser Ort macht sich langsam. Nur dank dir. Bruder. Claudia. Schön, hier zu sein. Wie geht's Mutter? Ganz gut. Ich hörte, dass du kommst, aber ich wollte es mit eigenen Augen sehen. Die Contessa von Forli will dich sprechen. Ich wusste nicht, dass du so berühmt bist. Katharina? Hier? Es ist also vorbei? Ist der Spanier wirklich tot? Versammelt am Abend alle in Marios Büro. Dort erkläre ich euch alles. Sei gewappnet, Ezio. Sie werden viele Fragen stellen. Claudia, sag der Contessa, ich freue mich, sie heute Abend zu sehen. Checkpoint erreicht. Sehr schön.
Erinnerung-Aktivator. Die nächste verfügbare Erinnerung wird immer auf ihrer Minikarte angezeigt. Okay, wir haben ja so ein paar offene Erinnerungen. So konnten wir sprinten. Man muss sich auf jeden Fall hart an die... hart daran gewöhnen, an die Steuerung. Braucht ihr Hilfe? Salve. So viele Blumen. Euer Mann muss sehr glücklich sein. Ich bin die Glückliche. Ihr seid hier, um mir zu helfen. Mal sehen, was ich tun kann. Vorhin habe ich wohl einen falschen Eindruck vermittelt. Oh? Ich habe keinen Mann. Die Blumen sind für ein Fest. Bin ich eingeladen? Zu Claudia Auditores Geburtstagsfeier in der Villa? Falls ihr mir helfen wollt, ich brauche jemanden mit Klasse, der mich begleitet. Warum glaubt ihr, ich hätte Klasse? Das habe ich gleich gesehen. Niemand hier hat ein solches Auftreten. Selbst Ezio Auditore wäre sicher von euch beeindruckt. Oh, was wisst ihr über Ezio? Claudia hält große Stücke auf ihn, aber er besucht sie kaum. Er ist wohl etwas distanziert. Sie hat recht, das war ich. Oh nein. Ihr? Das Fest sollte eine Überraschung sein. Bitte sagt es nicht, Claudia. Was bekomme ich für mein Schweigen? Da wird mir gewiss etwas einfallen. Ihr habt noch Bedenkzeit, bis wir da sind. Villa Auditore. Okay, da sind wir jetzt angekommen. Jetzt muss ich die Blumen da vorne irgendwo abgeben. Das kriegen. Ah, da wahrscheinlich. So. Na, wir hatten die anderen ganzen Blumen hier hingetragen. Und jetzt zu meinem Schweigegeld. Ich habe schon eine Idee. Unter einer Bedingung. Egal was. Ihr müsstet bis morgen warten. Wenn ihr darauf besteht, an mir soll es nicht liegen. Das Warten wird sich lohnen, Ezio. Glaubt mir. Okay, das haben wir erledigt. Das war Erinnerung Nummer 1. Wir haben irgendwie 3 Stück aktuell offen. Okay, also die Stadt wirkt sehr leer. Habe ich so das Gefühl. Also das war, glaube ich, immer mehr, aber das kann natürlich auch einfach nur hier an der Stadt liegen. Wen haben wir hier denn? Buongiorno. Ezio, Mario wird mich umbringen. Ich habe sein Lieblingspferd verloren. Seid unbesorgt. Ich hole es zurück. Gott segne euch, Ezio. Das kriegen wir hin. Wie kommen wir denn überhaupt auf das Pferd rauf? Ah, so. Haben wir erledigt. Hier. Grazie, Ezio. Ich kann nicht mehr mit den Pferden mithalten. Versprecht mir, dass ihr eure Gesundheit genießt. Verbringt nicht so viel Zeit im Krieg wie euer Onkel Mario. Meine Schlachten wurden bereits gewonnen. Na, umso besser. Arrivederci, Ezio. Ich glaube ja noch nicht, ne? Dass die Schlachten alle gewonnen sind, das glaube ich nicht. Wo müssen wir hin? Nach da oben wahrscheinlich. Auf die Mauer. Frage ist nur, wie kommen wir da hin? Ich würde... Komm ich hier? Kann ich hier dann hochklettern? Ja. Ach, guck dir das an. So, und da ist die letzte Mission. So, das sind die 9 Kanonen? Ja, Signor Ezio. Darf ich mal? Ja, aber... Na los, sag's ihm! Sie scheinen nicht richtig zu funktionieren und der Idiot, der sie montierte, ist verschwunden. Dann liegt es an mir, ihn zu finden. Wir wollen eure Zeit nicht vergeuden. Das ist kein Problem. Ich habe alle Zeit der Welt. Ups. So, ich hab das Mikrofon gerade verstellt, das hat so ein bisschen geknarrt. So, irgendwie nach da unten. Mal gucken, wo denn der Typ ist.
Hier irgendwo soll er sein. Kann ich da nicht rauf? Ah. Salve, Monsieur. Hier ist er. Ihr müsst die Kanonen auf dem Wall reparieren. Lass mich in Ruhe. Ich repariere niemals vor dem Mittag. Wisst ihr, wie spät es ist? Ich mache Kanonen, keine Uhren. Wenn ihr nicht wollt, repariert sie ein anderer. Uno momento. Niemand fasst meine Kanonen an. Soldaten haben keinen Respekt vor der Artillerie. Sie halten Feuerwaffen für Magie. Doch man braucht Feingefühl. Muss sie ein bisschen ermutigen. Derzeit haben wir nur einfache Kanonen hier. Aber ich habe einen Entwurf aus Francia. Eine Handkanone. Man nennt es ein eisernes Handrohr. Stellt euch vor, eine Kanone aus der Hand abzufeuern. Das ist die Zukunft. Nennt sich auch Pistole. Ich glaube, sowas hatten wir doch schon mal in Assassin's Creed. Oder noch nicht. Hatten wir noch keinen im ersten und zweiten Teil? Weiß ich gar nicht mehr, ehrlich gesagt. Was habt ihr getan? Sie benutzt. Sie sind nicht bereit zum Feuern. Ihr hättet uns alle töten können. Lasst mal sehen. Sein Atem ist tödlicher als unsere Kanonen. Nur wenn ihr beiden Narren damit schießt. Hier, versucht es. Sucht euch ein Ziel und prüft die Ausrichtung. Habe ich Feuer. Ah, das hat schon mal ganz gut funktioniert. Oh, der hat gut funktioniert. Die Zielvorrichtung ist in Ordnung. Das Problem ist hinter der Kanone. Jetzt. Nee, immer noch nicht. Nochmal. Jetzt haben wir es getroffen. Und auch den. Jawohl, haben wir hingekriegt. Perfetto. Wenigstens einer hier weiß, wie man schießt. Nun zu der anderen. Ich muss gehen. Danke für eure Hilfe. Wenn ihr morgen Kanonen hört, keine Sorge. Wir üben bei Tagesanbruch. Schade, dass es euch nichts bringen wird. Sehr lustig. Nun repariert die zweite Kanone. Okay. Auch die ist repariert. Und jetzt sollen wir... hier runterfallen, das ist super. Ups. Ne, wir sollen nach da oben irgendwie kommen. Das kriegen wir auf jeden Fall hin. Das machen wir mal. Zurück zum Anwesen. Und durch die Tür. Buongiorno, Ezio. Caterina. Was verschafft mir das Vergnügen deines Besuches? Ich brauche einen Verbündeten. Die päpstlichen Armeen marschieren weiter gen Forli. Deine Söldner wären von großem Wert für meine Sache. Ich kann dir wohl geben, was du brauchst. Doch reden wir später. Mutter. Machiavelli. Es ist getan. Aber wohl nicht so, wie wir es erwartet hatten. Ich betrat Il Vaticano und traf Rodrigo. Er erhob den päpstlichen Hirtenstab gegen mich, doch ich besiegte ihn. Zusammen mit Stab und Apfel konnte ich die Gruft öffnen. Dort sprach ein bewegtes Bild der Göttin Minerva zu mir.
Sie sprach von einer Tragödie, die den Menschen in Zukunft zustoßen wird. Versprach aber Hoffnung durch verlorene Tempel, die den Menschen helfen. Und dann sprach sie mit einem Phantom, Desmond, als wäre er dort. Stünde neben mir. Nach dieser Warnung verschwand sie. Erstaunlich. Unvorstellbar, welch Wunder! Die Gruft enthielt nicht die befürchtete Wunderwaffe. Eine gute Nachricht. Und diese Göttin, diese Minerva? War sie menschlich? Ja, doch die Worte zeigen das Gegenteil. Ihre gesamte Art starb vor vielen Jahren. Ich wünschte, ich könnte euch ihre Magie zeigen. Wer ist Desmond und wo sind diese Tempel, die Minerva erwähnte? Ich weiß es nicht. Vielleicht müssen wir danach suchen. Sag mir, wie Borgia sein Ende fand. Winselte Rodrigo um Gnade? Fand er Ausreden? Bot er euch Macht an? Nein, nichts dergleichen. Interessant. Es überrascht mich, dass er die Fassung bewahrte. Ich ließ ihn leben. Der Spanier lebt? Wenn unsere Feinde tot sind, können wir über Gruften, Götter und alte Orte reden. Hättet ihr ihn nur getötet, das werden wir noch bereuen. Ich bin nicht hier, um mich zu rechtfertigen. Gemeinsam müssen wir die Zukunft planen. Nein, ich muss umgehend nach Roma. Ezio, ich weiß nicht, warum du ihn verschont hast, aber ich traue deinem Urteil. Machiavelli wird sich beruhigen. Okay. Er muss also umgehend abreisen, als er hörte, dass der Spanier noch lebt. Na denn. Und wir haben hier oben irgendwie noch jemanden, weil unten stand keiner. Ah, ein Bart können wir hier nehmen. Willkommen daheim.